herzlich willkommen zurück zu Bömis Welt. Es gibt wieder neue Fakten und wir sind in Folge 177. Wie es im Leben so geht, es geht manchmal auf und geht manchmal ab. Gesundheitlich und so. Und ja, jetzt geht es wieder aufwärts, was sehr schön ist. Und ja, es geht weiter mit neuen Fakten. Machen wir eine kleine Rundreise durch mit 25 Fakten durch Firmennamen und was sie bedeuten und ein bisschen Nachhaltigkeit, ein bisschen über Essen und ein bisschen über Arbeiten. Ja. Lasst euch überraschen, 25 interessante Fakten kommen jetzt. Ja, also zu meiner Schulzeit durften wir nur so Kritzeleien mit und Buchstaben malen mit Bleistift und später dann richtig schreiben mit Füller. Aber da waren die Füllerfabrikate vorgegeben. Zuerst waren es nur Pelikan und GH, später kam dann auch noch Lamy dazu. Ja, Pelikan ist ein Pelikan, ne? Aber was hieß eigentlich GH? Das ist ganz einfach. Das ist ein ganz simpler Zusammenbau aus Gebrüder Hartmann Werke. GH. Fakt 3317. Samsung. Wer kennt den koreanischen Hersteller nicht? Bauen ja alle möglichen Geräte. Und Samsung bedeutet auf Koreanisch drei Sterne. Ne, das soll die Wertigkeit der Produkte hervorheben. Ja, also Samsung bedeutet drei Sterne. Hingegen der japanische Hersteller von Elektronik und Artikeln, Sony, hat seinen Firmennamen nicht klassisch, sondern er hat ihn einfach zusammengesetzt aus dem lateinischen Wort Sonus für Klang und dem englischen Wort Sunny für sonnig. Sonniger Klang. Firma Sony. Kommen wir zu Fakt 3319 und einem meiner Lieblingsgetränke, nämlich Kaffee. Der Name Edusho setzt sich aus dem Namen des Gründers zusammen, und zwar aus Eduard Schopf. Edu von Eduard und Scho von Schopf. Wohingegen sich der Name Chibo zwar auch aus dem Gründernamen, aber da kam noch ein bisschen Fantasie mit hinzu. Weil wenn man aus dem Gründernamen Chilling Hiram was machen wollte, dann wäre es nicht so toll geworden, glaube ich. Und dann haben sie einfach noch ein bisschen was aus der Bohne, also aus der Kaffeebohne genommen. So kam dann raus Chibo. Die Firma Beiersdorf hier aus Deutschland, die ist auch eigentlich sehr weit verbreitet. Die Produkte kennen viele. 8x4, Labello, Nivea oder auch Tesa. Tesa ist aber eine eigenständige Tochter von Beiersdorf. Und als Beiersdorf vom Zweiten Weltkrieg einen Namen für ihren Klebefilm, für ihren durchsichtigen Klebefilm brauchte, gab es unter den Mitarbeitern einen Wettbewerb, wer denn den pfiffigsten Namen für dieses Klebeband hatte. Und so kam und den gewann die Sekretärin Elsa Tesma.
und legst einfach bei diesem Namenswettbewerb die zwei Anfangbuchstaben ihres Vor-Nachnamens und die zwei Endbuchstaben ihres Vornamens hintereinander. Ja, also aus Elsa Tesmer wurde Tesa. Und das ist bis heute. Ja, wer kennt diese komische, dreieckige, abbrechbare Schokolade aus der Schweiz nicht? Toblerone. Ja, der Gründer dieser eckigen Schokolade war Jean Tobler. Und er hätte seine Schokolade auch einfach Tobler Schoki nennen können. Aber er fand es schöner, wenn er dann den italienischen Namenszusatz für Nougat mit einfügt in seinen Namen. Italienisch für Nougat ist Torrone. Und so heißt diese merkwürdige dreieckige Schokolade zum Abbrechen mit Nussstückchen drin. Toblerone. Früher hingen diese gelben Automaten für die süßen, für diese Zuckerklötzchen überall. Hast Geld reingeschmissen, Knopf drückt, kam ein Petz raus. Petz-Automaten. Ja, dieser Handelsname Petz steht einfach nur als Abkürzung für Pfefferminz. Fakt 3324. Hallo Schatz. Brauchst du noch was von der Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin? Ja, das wäre immer ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren. Auf jeden Fall hat sich dann die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, kurz groß E, klein D, groß K abgekürzt. Und da das nicht schön aussah, also nicht sehr, also groß E, klein D, groß K, fanden die alle nicht so schön, also haben sie einfach die Buchstaben ausgeschrieben. Und so entstand das Logo EDK. Die Supermarktkette. Was mich dann zum nächsten Fakt bringt, dass man so an einer Supermarktkasse im Durchschnitt in Deutschland 7 Minuten ansteht. Manchmal schneller, manchmal auch länger. Naja, im Supermarkt kriegst du ja auch alles Mögliche zu kaufen, ne? Brot, Getränke, Aufstrich, Wurst, Käse und auch Obst und Gemüse. Ja, und Fakt 3326. Rosenkohl heißt auf Kölsch Poppekoche. Ist ein schwieriges Wort als Nicht-Kölscher. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Poppeköche kapjes je. Kappes je. Poppeköche kapjes kappes je. Poppeköche kapses je. Kappes je. Puppenküchenkohl. Weil halt so klein ist, ne? In der Puppenküche sieht er aus wie ein großer, sieht er aus wie ein großer, ne? Und wenn du so den Rosenkohl in die Puppenküche packst, ne, dann sieht da auf dem, in der Puppenküche wie ein großer aus. Puppenküchenkohl. Schön. Und Garnelen werden auch immer beliebter. Sind aber auch überfischt. Als Alternative gibt es ja extra Zuchtfarmen, genauso wie für Lachs und für Fische gibt es auch Aquakulturen für Garnelen.
wie zum Beispiel den White Tiger Shrimps. Ja, da aber Aquakulturen leider mal auf Rentabilität und auf Ertrag aus sind, machen sie für einen höheren Ertrag was sehr Perfides mit den Garnelen. Und zwar legt ein durchschnittliche Garnele, ein Garnelenweibchen, 3 bis 6 Mal im Jahr ihren Laich, und das sind, kommen so ungefähr 15.000 Eier bei raus, also 15.000 Nachkommen, so in 3 bis 6 Mal Gelege pro Jahr. Das reicht denen aber noch nicht. Ja, sie wollen den Ertrag höher haben. Also stechen sie das Auge der Garnele, der lebenden Garnele aus und entfernen es. Da der Sehnerv von dem Auge direkt am Gehirn der Garnele und in dem Bereich liegt auch das Fortpflanzungszentrum. Ja, das arbeitet alles zusammen. Das Fortpflanzungszentrum ist dann so gestört, dass das Weibchen bis zu 150.000 Eier im Jahr produziert. Also das Zehnfache. Ja, nur indem man das Auge entfernt. Ist ganz lecker. Guten Appetit. Und wer gerne Einheimisches isst, an Obst, an sehr gehaltreichen Obst, der ist mit Preiselbeeren gut bedient. Aber wie merke ich denn, ob so eine Preiselbeere reif ist? Die misst man, indem man eine Preiselbeere nimmt und auf den Boden wirft. Wenn sie hochspringt wie ein Gummiball, wie so ein Flummi, dann ist die Preiselbeere reif. Bleibt sie liegen und zermatscht? Nee. Aber man kann ja mit Früchten, Obst und Gemüse auch andere Sachen anstellen. Zum Beispiel ist es der Universität Mainz gelungen, im Jahre 2019 aus der Schale von Cashewnüssen, was sind hier diese leicht gebogenen, kriegst du immer so, ne? Auf jeden Fall aus der Schale. Wir kaufen die ja meist ohne Schale. Aber aus der Schale von diesen Cashewnüssen ist es denen gelungen, ein umweltfreundliches Sonnenschutzmittel zu konzipieren. Basierend auf dem natürlichen Triazin, was in der Schale ist. Was ihr jetzt so im Supermarkt kaufen könnt und was da in den Regalen steht an Sonnenschutzmitteln, Faktor 30 bis 50 oder 100, das basiert auf Erdöl. Ja, auf Erdöl. Ja, ist also nicht gerade sehr das Umweltfreundlichste. Also das ist schon ganz viel hier so in der Nachhaltigkeit. Die Leute essen Cashewnüsse und aus der Schale könnten die Hersteller dann die noch verwerten, um da vernünftige Sonnenschutzmittel rauszumachen. Statt ewig Erdöl zu verwenden. Wir nutzen sowieso so viel Erdöl. Ne? Plastik. Brr. Plastik-Einwegflaschen. Ganz böse mit diesem Erdöl. Na egal. Es verrottet ja nicht, es wird ja immer nur zu Mikroplastik in den Weltmeeren. Ja. Fakt 3330. Wo wir gerade so bei Nachhaltigkeit waren, ist die Avocado, ne, neue Trendfrucht, Gemüse hier, auch wirklich nicht das Beste und Nachhaltigste, was ihr kaufen könnt. Ihr findet die in der Avocado die gleichen oder sogar mehr Inhaltsstoffe findet ihr in einheimischen Sachen. Ne? Leinsamen, Beeren, Baumnüsse. Ja? Und diese einheimischen Produkte müssen auch nicht über den Schiffscontainer quer durch die Welt gekarrt werden. Noch viel schlimmer ist, dass drei Avocados verbrauchen, bis sie reif sind, 1000 Liter Trinkwasser. 1000 Liter Trinkwasser. Für 3 Avocados. Ich finde das eine Menge.
Also so eine Beere und sie brauchen da weniger. Ja, so bei der Nachhaltigkeit, jetzt wo diese Milliardäre ihre eigenen Raumfahrtfirmen gegründet haben und da Touristen ins All schießen, um damit auch wieder Geld zu machen, ja, das finde ich nicht so nachhaltig. Auch wenn man dann vielleicht Millionen Spenden für ein Krankenhaus oder so dabei einfährt, da hätte man noch gleich die Kosten von dieser Milliardenrakete oder die Kosten für die hunderte Millionen Treibstoff an Dollar gleich dem Krankenhaus spenden können. Das wäre vernünftig gewesen. Aber so, ne, du musst ja, um ins Weltall zu kommen, musst ja eine riesen Beschleunigung aufwenden. Ne? Und auch sehr, sehr viel Kerosin, also Erdöl. Und es ist einfach nur Und ne? Treibstoff halt. Und es belastet auch den Körper. Und da war der brasilianische Forscher John Paul Stapp, hat sich schon früh mit der Auswirkung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung auf den menschlichen Körper befasst. Und während eines Experimentes 1954 beschleunigt er auf 1017 Stundenkilometern pro Stunde und ließ sich in 1,4 Sekunden vollständig abbremsen. Das ist schon ganz schön heftig. Dabei wirkt nämlich das 46,2-fache der Erdanziehungskraft, also die sogenannte G-Kraft, auf seinen Körper ein. Und das ist auch bisher die größtmögliche Verzögerung oder Beschleunigung, die ein Mensch jemals freiwillig erfahren hat. Ja, und auch die überlebt hat. Ja, die heutigen Kampfpiloten liegen, was weiß ich, bei 7, 8G, die Astronauten bei 12G. Der hat 46G überlebt. Das ist ganz schön heftig. Fakt 3332. Wenn wir jetzt gerade mal im Weltall waren, frage ich euch mal, wie rum dreht sich denn die Venus, unser Nachbarplanet? Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Also die Erde dreht sich gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse. Ne, wenn du hier die gedachte Erdachse hast, dann dreht sich die Erde links herum. Im Osten geht die Sonne auf. Im Westen geht es unter. Also, ne? Linksrum. Ist bei der Venus nicht so. Die Venus ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem, die sich tatsächlich im Uhrzeigersinn um die Achse dreht. Warum die so völlig durchgedreht ist und sich entgegen aller anderen dreht, weiß man leider nicht. Um noch mal kurz im Weltall zu bleiben, der sonnennächste Planet, der Merkur, der ist ja ziemlich dicht bei unserer Sonne bei. Ne? Da herrschen auf der Tag- und Nachtseite, also wo die Sonne drauf neigt und wo sie gerade nicht ist, 600 Grad Temperaturunterschied. Ne? Auf der einen Seite hast du die Kälte des Weltalls und auf der anderen Seite hast du diese glühende Sonne auf dich einbrutzeln. Also zwischen den beiden hast du 600 Grad Temperaturunterschied auf dem Merkur. Und noch so eine kleine Weltall-Anekdote. Im Jahre 1993 wurden drei kleine 0,2 Gramm wiegende Fragmente eines Mondgesteins, was von der Luna 16 mitgebracht wurden, also drei so kleine Pröcksels,
und 1993 für $492.500 versteigert. Verkauft. Ja. Ja, das ist also, das ist schon ganz schön teuer. Das mit diesem eben genannten verkauften teuren Mondstein könnte man auch als Marketing-Placebo-Effekt darstellen. Weil wenn ein Produkt teuer ist, nehmen die Menschen automatisch an, dass die Qualität besonders gut ist. Ja, und Wissenschaftler haben für diesen Gedankengang, den Menschen haben, dass Teures auch immer qualitativ hochwertig sein muss, den Namen Marketing-Placebo-Effekt entwickelt. Ja, wenn ich mir überlege, dass eine vegane Wurst, es gibt schöne vegane, ich bin eigentlich omnivor, ich bin Fleischesser, Allesesser. Und es gibt auch gute, nicht fleischliche Alternativen. Ja, aus Erbspüree und so weiter, da kannst du heutzutage schon richtig schmackhafte Würstel oder sowas machen. Das Perfide daran ist, dass die vegetarische Industrie die Dinger schweineteuer verkauft. Vegane Ersatzmittel für Fleisch sind in der Regel ein Drittel, zwei Drittel günstiger in der Anschaffung und auch wesentlich klimaneutraler als Fleisch selber. Ja, also es ist günstiger. Es wird aber, vegane Sachen werden aber meistens ein Drittel teurer als Fleisch verkauft. Ja, da machen sich die richtig die Taschen voll, die Hersteller. Finde ich scheiße. Marketing-Placebo-Effekt. Apropos Scheiße finden. Entschuldigung. Bringt mich zu Fakt 3336. Anfang des 20. Jahrhunderts produzierten Pferde- und Ochsenfuhrwerke und Karren so viel Mist und Dreck auf den Straßen, dass das Automobil damals sogar als grüne Alternative angesehen wurde. Ja, wie sich die Zeiten ändern, ne? Hat nur 100 Jahre gedauert. Ist es wieder andersrum. Ja, wo wir gerade bei Automobilen im Anfang des 20. Jahrhunderts waren, war der erste Unternehmer, der seinen Mitarbeitern samstags und sonntags freigab, um mehr Freizeit mit ihren Autos verbringen zu können, war der Industriemagnat Henry Ford. Ja? Erst durch ihn ist eigentlich so die Idee des Wochenendes entstanden. Ansonsten hast du durchmanucht. Vielleicht Sonntag mal zur Kirche frei. Ja, aber er wollte halt, dass die Leute sein Produkt, sein Auto nutzten und gab seinen Mitarbeitern samstags, sonntags frei. Und das hat sich dann, wupp, so gut fast wie überall durchgesetzt. Ja, war schon gut, ne, was es manchmal so für Sachen früher gab. Obwohl so mit früher und heute, die Arbeitswelt hat sich ja ein bisschen verändert. 1971 zum Beispiel gab es noch 606 anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe in Deutschland. Hingegen zum letzten Jahr 2020 gibt es nur noch 325 anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe in Deutschland. Ja. Schade. Handwerk ist eigentlich
hat einen goldenen Boden, Leute. Ihr müsst nicht immer nur auf Ingenieur. An die Jugend da draußen, hallo! Nicht nur studieren. Ja? Strom kommt nicht aus der Steckdose und Wasser kommt nicht aus dem Hahn. Ja? Ihr braucht Leute, die euch die Schlitze in die Wand machen und euch da Wasser und Strom und Gas und alle möglichen Leitungen, und die das auch überhaupt erstmal möglich machen. Ja, eine Heizung zu bauen ist heute wesentlich komplizierter oder nicht, also sehr anspruchsvoll, wenn du dann auch noch mit Solothermie arbeitest oder mit Tiefenwärme. So ein Haus ökologisch aufzubauen, das ist schon was, so ein Heizungsbauer. Da brauchst du Köpfchen zu. Das ist schon. Und das Handwerk sucht händeringend Leute. Auch Elektriker. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Ja, und dein schönes Smart Home kannst du alles schön vorher vorbereiten. Ja, musst aber dazu die Leitung in die Wand bringen. Ja, die fliegen ja nicht von alleine dahin. Und wie du das machst. Und eine PV-Anlage für dein Elektroauto und so weiter. Das sind hochtechnische Berufe, Leute. Ja, und Heizungsbauer, Sanitärer, Klempner, Klimaanlagenleute, Elektriker, das Handwerk sucht händeringend Leute. Und ich verstehe nicht, warum die Jugend das heute eigentlich nicht mehr haben möchte. Ja, das hat goldene Bohnen. Da ist die Zukunft überhaupt drin, weil ohne die läuft nichts. Ich habe mich ja eben so über das Handwerk und so ausgelassen, und das bringt mich auf meinen alten Lehrberuf als Elektroinstallateur. Und viele Laien sagen, bau doch mal die Lampe da. Das Wort Lampe wird im Sprachgebrauchlichen oder als Synonym eigentlich für die Leuchte verwendet. In der Fachsprache ist eine Lampe das Leuchtmittel und die eigentliche Lichtquelle. Das ganze Konstrukt darum, also wo die Lampe reingeschraubt, also wo die Lampe in reingeschraubt wird, das Leuchtmittel reingeschraubt wird in das ganze Dingen, das ist die Leuchte. Leuchte mit Leuchtmittel. Aber die Leute sagen ja auch Glühlampe, ja, und dann da oben die Lampe. Aber es ist das Leuchtmittel in der Leuchte. Also fachlich gesehen jetzt. Letzter Fakt für heute, Leute. 3340. Nochmal auf meinen Lehrberuf zurückzukommen. In Deutschland ist es gesetzlich verboten, Leuchten aufzuhängen. Leuchten, Steckdosen, Lichtschalter dürfen nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden. Oder gewechselt. Oder repariert. Das schreibt Artikel 13 der Niederspannungsanschlussverordnung vor. Ja, also ne, wenn euch mal das Licht ausgeht und ihr das Leuchtmittel wechselt, macht ihr euch eigentlich strafbar. Aber ihr könnt beruhigt sein, es wird nicht geahndet. Allerdings sollte man selber an elektrischen Klamotten Hand anlegen und es kommt zum Schaden, ist man halt nicht versichert. Ja, so ist es. Kurios und wandelbar, diese Welt, und eigenartig. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und es war informativ. Und wir sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Mal. Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich melde mich bei euch. Ciao!